Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Sek und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, und heute bin ich natürlich wieder mal mit Ozan am Start. Was geht, Bro? Alles gut, Digga, bei dir? Auch super, Alter. So, heute gibt es natürlich wieder ein Video. Was machen wir, Ozan? Wir stellen heute dein erstes Team in FIFA 19. Genau. Also, ich werde 2000 Euro investieren, die ersten beiden Tage. Ich werde richtig viel Packs ziehen. Es kann sein, dass ich Packluck habe, vielleicht auch nicht. Deshalb haben wir jetzt ein Team so zusammengestellt mit Ozan. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn nicht, könnt ihr natürlich unten in den Kommentaren schreiben. Schreibt mal eure Elf. Ja? Schreibt mal einfach mal, wie viel Euro ihr investieren werdet. 7000. Ja. Dann, was die Vorstellungen ihr habt, schreibt mal einfach unten in den Kommentaren. Wie viel willst du investieren? 7000, Digga. Das ist eigentlich eine Lüge. Also wie gesagt, Freunde, ich werde am Anfang 2000 Euro investieren. Videos rausbringen, auch im Livestream, seid auf jeden Fall dabei. Wie gesagt, wie viel wirst du investieren, sei mir ehrlich. Digga, ich weiß nicht, also wir haben mit Big da so einige Sachen beredet. Ich weiß nicht, wie viel die gönnen. Ja. Aber so Tori auf jeden Fall. Ja, als E-Sport ist es ganz normal. Ich denke mal schon, also wenn nicht, könnt ihr gerne Big Clan anschreiben. Genau. Unter Instagram und Twitter, dass die Osamitin ihren einzigen FIFA-Spieler PSN-Karten gönnen sollen. So sieht's aus, so ungefähr 1000 bis 1500 Euro. Ja, wie gesagt, schreibt einfach unten in den Kommentaren, wie viel ihr investiert und eure Teams. Ihr könnt auch natürlich unser Team auch mal verbessern, wäre auch nicht schlecht. Und wenn ihr Bock habt, können wir beim nächsten Mal so eine türkische Liga machen oder Bundesliga oder Premier League. Einfach mal die Daumen nach oben geben. Viele fragen sich gerade, Ozan, wie siehst du aus? Dicker, mein Friseur ist seit 3 Wochen im Urlaub. Sein Friseur ist auch mein Friseur, aber egal. Ja, deswegen siehst du aus. Nimmt es mir nicht übel, in 1-2 Wochen ist wieder alles. Aber sehr interessant, was er da redet. Also, wir gehen mal rein. Also, was wir da überlegt haben mit Ozan, ja, ich werde, wie gesagt, 2000 Euro investieren. Bisschen Packluck, vielleicht auch nicht. Aber im Tor haben wir Watch-to-Watch-Karte von Real Madrid. Neuzugang, ne? Courtois. Sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Letztes Jahr, beziehungsweise in FIFA 18 war er auch richtig OP, auch in FIFA 17. Und Watch-to-Watch-Card, er wird auch bestimmt Inform und so weiter bekommen, deshalb kann sein. Courtois. Courtois ist eine gute Alternative für die spanischen Liga dieses Jahr, weil Spanien war immer das Problem, die haben immer schlechte Leute. Auch der Ter Stegen vielleicht, okay, aber er war so die einzige Alternative. Jetzt mit Courtois hat man einen sehr, sehr guten Torwart und ich glaube, viele, die spanische Liga spielen werden, vielleicht mit Ramos, Marcelo oder sonst was, ist halt sehr, sehr stark. Courtois linken, also ist auf jeden Fall eine gute Alternative für die spanische Liga geworden. Ja, und natürlich auch ein Tipp, falls ihr dann Premier League macht, ne, dann De Gea halt. Also, wir machen direkt weiter, jetzt unser Abwehrspieler, ne. Wir machen keine Dreierkette, sondern natürlich Viererkette. In der Mitte haben wir für Süle und Varane entschieden. Ja, Ozan, was sagen Sie dazu? Es kommt immer auf das Anfangsbudget an, aber das sind so gute Starter-Teams. Also die sind auch für euch empfehlbar, wenn ihr am Anfang nicht so viele Coins haben werdet, weil es wird der Fall sein. Also ihr werdet nicht alle mit 3 Millionen Coins starten, ihr werdet so mit, keine Ahnung, 300-400k haben und nichts das. Und deswegen sind diese Abwehrspiele erstmal ein guter Anfang. Genau, also wir müssen ja auch natürlich überlegen, vielleicht haben wir, wie gesagt, ich sag das zum dritten Mal, vielleicht haben wir Packluck, vielleicht auch nicht. Deshalb müssen wir auch ein bisschen runterschrauben, vielleicht nicht Süle, vielleicht kann man da Boateng spielen lassen oder vielleicht Hummels. Aber wir haben mal erstmal Süle genommen, aber dafür Varane genommen, der halt auch hier Weltmeisterschaft, ne, sehr, auch sehr stark war. Deshalb haben wir auch Varane genommen. Und jetzt zwei Außenverteidiger. Links haben wir natürlich David Alaba. Ja, FIFA 17, FIFA 18 hat man immer wieder mit Marcelo oder Alaba gespielt. Deshalb haben wir uns mal jetzt für Alaba entschieden, weil wir so einen Bayern-Eckblech machen. Und rechts haben wir von Real Madrid Watch-to-Watch-Karte. Odriozola heißt er, glaube ich. Genau. Haben wir auch mal genommen. Wegen Verlinkung oder sonst irgendwas haben wir genommen. Oder Carvajal kann man dann auch spielen, natürlich, aber ja, wir haben den jetzt einfach genommen, warum nicht, ne? Vielleicht der andere Alter hat. Genau, jetzt werdet ihr auch sehen, warum wir auch die Spieler genommen haben. Und zwar im Mittelfeld haben wir dann Watch-to-Watch-Karte Goretzka, Casemiro und ja, eine Ikone haben wir auch am Start, und zwar Petit. Nicht schlecht. Ja. Gar nicht schlecht, also gutes Mittelfeld, schön defensiv gehalten. Warum nicht, ne, Seko? Ja, also Watch-to-Watch-Karte von Goretzka, ne, falls wir Packluck haben. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, so ihn zu verkaufen oder sonst irgendwas, weil der Herr wird bestimmt ein paar Informs auch bekommen. Genau wie im letzten Jahr. Genau, und Casemiro war so oder so immer wieder OP am Anfang. Ja. Und seine Karten, ja, er bekommt immer Informs, dann ganz zum Schluss Tots oder so. Dann ist er wieder eine Maschine. Und natürlich zu Petit braucht man nichts zu sagen. Letztes Jahr war er auch in FIFA 18 sehr stark. Hast du auch, glaube ich, gespielt. Ja, auf jeden Fall, Digga. Oder du dich auch qualifiziert hast, glaube ich. Kranker Sechser. Genau, jetzt machen wir weiter. 3 Spieler fehlen uns. Und zwar links haben wir Martial, rechts Mbappé und vorne Lacazette. Die 3 Spieler vorne, Seko, werden wir sehr, sehr häufig erleben. Genau. Sehr, sehr viele Needs, auch bei Teams bewerten etc. pp. Werden diese 3 Spieler uns sehr, sehr häufig begegnen.
Deshalb haben wir da auch genommen. Ja, aber es ist halt nicht schlecht, ne? Also Pace, Schuss, Stärke. Genau, manche werden auch bestimmt jetzt schreiben, ey, das ist ja voll langweilig da vorne, aber es ist leider so, die sind halt nicht so teuer am Anfang, ja, aber die sind halt sehr, sehr OP. Ja. Einfach so, richtig, ne? Ja. Ja, deshalb haben wir vorne, wie gesagt, Martial, Lacazette oder Mbappé. Ja, falls wir natürlich Packlack haben und die Coins haben, natürlich wird da ein Cristiano Ronaldo da sein, ne? Ein CR7. Digga, du wirst in der ersten Woche Pelé ziehen, habe ich das Gefühl. Wenn du Pelé ziehst, kannst du das Team verfünffachen, Digga. Also, falls ich Pelé ziehe, ja, ich schreibe mir auf Instagram und ich gebe dir 50 Euro PSN. Versprochen. Easy, Digga, Deal. Also, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, natürlich die Daumen nach oben auf Instagram. Osa Mitte mal folgen. Und ja, falls ihr Bock auf solche Squad-Bilder habt, bis zur FIFA 19, türkische Bundesliga, Premier League, schreibt es einfach unter den Kommentaren, was ihr, ja, falls ihr Bock habt, ne, schreibt einfach rein. Das war's. Und? Gehen wir essen? Ja, Mann. Ciao. Ciao.